Ich bin schon sehr gespannt, was ihr drauf geklickt habt. Ihr kennt mich ja nicht so gut, ihr könnt doch so raten. Okay, aber Alter, da, ich weiß schon, was die meisten klicken werden. Auf jeden Fall, lasst mit den... Das wäre klar. Lasst mit den ersten Fragen beginnen. Ich hoffe, das verdeutet. Okay, als erstes habe ich geschrieben, wie schreibt man meinen Namen? 100% haben für Lucky entschieden und ja, Rest 0%. Und das ist richtig, Leute, aber das war eh klar, das war auch die leichteste Frage. Amin, schaut auf meinen YouTube-Namen und dann weiß man sofort, Lucky Vlog. Okay, next. Okay, mein Lieblingsessen. Jetzt bin ich gespannt, für was die meisten draufgeklickt haben, wenn es Deutsch war. Okay, 0% für Pizza, 0% für Reis, 0% für Schnitzel, 80% für Döner und 20% für Pommes. Und ihr habt's recht, 80% für Döner. Okay, lass mit der nächsten Frage beginnen. Die ich gestellt habe, natürlich. Jetzt bin ich gespannt, was ihr draufgeklickt habt. Okay, sehr spannend. 20% für 13, 20% für 12, 10% für 14, 20% für 15, 30% für 11. Leute, ihr glaubt mir nicht, aber ich bin 15. Ich weiß, ich sehe sehr jung aus. Aber wenn ich mit 15 schon so jung aussehe, wie sehe ich da mit 50 aus? Das ist die Frage. Ah, und noch was. Stimmbruch hat was gegen mich. Keine Ahnung, vielleicht bin ich zu nervig oder so. Okay, ich habe gefragt, wie viele Geschwister habe ich? Und ja, wollen wir sehen. Okay, 50% keine, 17% 1, 33% 2. Und Leute, oha, wieso denkt ihr, ich habe keine? Oha, schaut meine Videos nicht an. Ich habe 2 Geschwister, also ja, nicht jeder wusste es. Bruh. Okay, die nächste Frage. Okay, das ist eine Würde-ich-eher-Frage und die lautet: Würde ich eher meine kleine Cousine anschreien, Alter 2, 20% oder meine 6-jährige Cousine schlagen, 80%? Ja, ihr habt's recht. Okay, das ist auch eine ziemlich leichte Frage, die man, ja, leicht beantworten kann. Next! Was finde ich besser? Schule 60%, Homeschooling 40%. Und 0%, Bro, I hate Corona, also Homeschooling. Und ja, natürlich finde ich Schule besser. Homeschooling ist so nervig, da bekommst du keine Ahnung wie viele Aufgaben. Oh mein Gott, ich vermisse die Schule. Okay, das klingt so bescheuert. Next. Ah, und das ist noch so ein Grund, wieso jeder denkt, ich bin jünger. Next. Okay, die Frage lautet, seid ihr früher Abonnenten oder später Abonnenten? Ich weiß, das klingt so dumm. Okay, jetzt bin ich gespannt, was ihr drauf geklickt habt, weil, ja, nicht jeder weiß, was das bedeuten soll. Besser gesagt, die meisten, ja, ich rede zu viel. Okay, 17%, was soll das bitte sein? Was, nur 17? 50% früher Abonnenten, 0% später Abonnenten, 33% Lucky, bitte stell keine unlogische Frage. Leute, ich weiß selber nicht, was diese sein soll. Ich mach das einfach, wenn ich am Lachen bin. Okay, was habe ich jetzt vergessen? Damit will ich einfach sagen, habt ihr mich abonniert seit Anfang, als ich, keine Ahnung, so 1-5 Abonnenten hatte oder etwas später. Wahrscheinlich haben die meisten für später. Also wahrscheinlich sind die meisten Abonnenten, haben wahrscheinlich ja später abonniert. Und ja. Bruh. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr neu seid. Und ja, wir sehen uns. Keine Ahnung, wann wieder. Später wieder. Ciao, Leute.